Frau Müller, Sie kommen heim auf Bern, also heim. Sie haben früher da gespielt, machen einen guten Match, aber Ihr Team lässt zwei Punkte liegen, gewinnt einen Punkt. Wie sehen Sie das? Haben Sie einen Punkt gewonnen oder zwei liegen? Also ich sage, unser Ziel ist sicher, drei Punkte zu holen. Aber ja, wir haben halt die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen, was schade ist. Aber dementsprechend sind wir in der zweiten Halbzeit gut rausgekommen und haben eine gute Halbzeit abgeliefert, was sicher wichtig war. Und darum sage ich eben, gewonnen, dass wir noch den Punkt geholt haben, aber eigentlich war unser Ziel schon die drei Punkte. Verschlafen ist ein bisschen hart ausgedrückt. Ich habe gefunden, im Umschaltmoment sind wir in der ersten Halbzeit sehr gut gewesen. Ich habe Sachen von euch gesehen, die ich die Saison noch nicht gesehen habe. Ein gutes Konterspiel, die besseren Spielzulagen im Mittelfeld. Da haben Sie auch sehr viel mit beigetragen. Wieso ist heute mehr gegangen als zum Beispiel am Wochenende noch gegen GC? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Wir machen jeden Match, probieren wir das Gleiche. Eben, jeden Match ist das Ziel zu gewinnen. Und heute hat es einfach besser geklappt. Eben, ich sage, wir haben Spielzeuge gehabt, die wir schon lange nicht mehr hatten. Schöne, ausgespielte Spielzeuge. Und ja. Sie im offensiven Mittelfeld hatten heute eigentlich, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo ihr den Gegner gegen hinten drückt, Chancen gehabt, mehr aus der Distanz abzuziehen. Warum macht ihr das nicht? Warum fehlt da manchmal der Mut und dann legt man ihn gleich nochmal quer? Das war schon immer ein bisschen mein Problem. Ich denke, dort muss ich noch ein bisschen eigensinniger werden. Und ja, ich probiere daran zu arbeiten, dass ich auch mal aus der zweiten Linie schiesse und nicht immer den Ball abspiele. Wie haben Sie den Match von Ihren ehemaligen Teamkolleginnen gesehen? Denken Sie, IB ist jetzt auf einem guten Weg, um euch den dritten Platz streitig zu machen? Ja, sie sind sicher ein gutes Team, haben gute Spielerinnen und ich denke, sie müssen dranbleiben. Wir sind auch ein komplett neues Team, das sich wieder finden muss. Und ich denke, das braucht einfach Zeit. Danke vielmals. Frau Smiley, heute ein Punkt aus diesem Match. Je nachdem, wie man es sieht, vielleicht ein bisschen wenig. Wie sehen Sie das? Ja, wir nehmen jeden Punkt mit, den wir bekommen. Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit von unserer Mannschaft. Mit der zweiten haben wir ein bisschen nachgelassen. Wir sind mehr ins Spiel gekommen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die Reaktion vom Samstag, von der Mannschaft. Und da nehmen wir den Punkt mit. Es war eine grossartige erste Halbzeit von beiden Mannschaften. Luzern drückt ein bisschen und dann fällt ihnen dort einen Haken zu machen und plötzlich steht es 1-0. Und von diesem Goal konnte das Team recht zehren, auch in der zweiten Halbzeit. Wieso hat das zweite Goal nicht mehr stattfinden? Wieso sind sie nicht mehr so gut zu Chancen gekommen? Ich denke, wir haben uns mehr auf defensive Arbeit konzentriert. Offensiv hat uns leider nicht mehr so viel gelungen. Also ist uns nicht so viel gelungen. Wir haben es trotzdem probiert und haben probiert, da hinten zuzumachen. Leider ist nachher das 1-1 gefallen. Aber wie gesagt, wir nehmen den Punkt mit. Jetzt sind ihr viert. Ein Sieg hätte euch einen guten Platz können platziert, um dritt zu werden. Vor allem auch, weil ihr gegen Iverdon sicher auch schon Punkte kalkuliert habt, die ihr nicht bekommen habt. Wie sehen die Situation auf der Tabelle? Ja, ich denke, wir müssen echt Spiel für Spiel anschauen und eigentlich nicht so richtig, richtig auf die abbauen. Natürlich orientieren wir uns nach oben, aber wir nehmen Spiel für Spiel und versuchen dort die bestmögliche Leistung zu bringen und so schauen, dass wir zu Punkten kommen. Für Sie ist das jetzt eine arbeitsintensive Woche, drei Matches in einer Woche und dann etwas, das Ihnen sicher auch schon im Hinterkopf schwirrt. Grosser Playoff gegen Holland, in Utrecht gegen 24'000 Leute. Wie stellen Sie sich das vor? Ja, natürlich. Ein grosses Erlebnis wird es jedes Mal. Ausverkauftes Haus. Ich denke, es ist genug Motivation, gegen den Europameister zu spielen. Sie sind jetzt in einer guten Position, weil zwei Stammspielerinnen nicht spielen im ersten Match. Und sie wären da natürlich Ersatz. Malen sie sich durch die Sperre von der Amora Bachmann und die Verletzung von der Lara Dickmann mehr Chancen aus zum Spielen? Ja, man malt sich natürlich Chancen aus, aber man gibt eigentlich im Training alles. Man probiert es der Trainerin so schwer wie möglich zu machen und dann schaut man, ob es reicht oder nicht. Viel Erfolg. Glenn Meyer, wir reden hier von noch einem anderen Match als gegen Servette und gegen GC. Heute sind wir besser gewesen, aber werden nicht belohnt. Aber das 1-2 am Ende des Tages ist vielleicht wirklich das gerechte Resultat. Was meint ihr? Also grundsätzlich bin ich nach so einem Match als Trainer sogar eher zufriedener, weil ich den Fußball anschaue, den wir gezeigt haben.
Und meiner Meinung nach hätten wir das Spiel eigentlich müssen gewinnen, weil vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit ist meiner Meinung nach übertrieben gesagt fast Powerplay auf ein Goal. Ja, und schlussendlich reicht es nicht. Aber ich denke, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit kann ich wirklich zufrieden sein, auch von der Spielweise her. Wir haben um einiges besser gespielt als in Zürich gegen Gitz. Ich habe es auf Instagram gepostet, die erste Halbzeit, nicht nur von ihrer Seite, auch von IB-Seiten aus, war eigentlich eine Lehrstunde im Umschaltfußball. Vor allem offensiv. Defensiv haben beide Mannschaften noch gehapert, aber offensiv haben beide Teams das gemacht und haben wir eben einen offenen Schlagabtausch gehabt. Wieso hat das in der zweiten Halbzeit, ist zwar das Powerplay, aber warum hat dort die Intensität ein bisschen abgenommen, dafür die Härte zugenommen? Also ich denke, die erste Halbzeit war vor allem so, dass wir die entscheidenden Ballgewinne in der Mitte haben wir meiner Meinung nach nicht gewonnen. Wir waren zum Teil 3 gegen 1, haben zum Teil Prellball dort nicht gewonnen, entscheidend, wo wir nachher im Umschaltmoment besser hätten müssen abspielen, wenn wir sie dann mal gewonnen haben. Und häufig haben wir den Ball erobert, gerade wieder gegeben. Und eben, bist du nur im Umschaltmoment drin. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, war das Umschalten natürlich weniger gewesen, weil ich meiner Meinung nach das Gefühl hatte, wir haben sie wirklich auch hinten reingedrängt. Sie sind kaum noch über die Mittellinie rausgekommen. Und dann stehen sie logischerweise auch tiefer. Wir haben früher attackiert in der zweiten Halbzeit, sind aggressiver in der Zone 3 schon draufgegangen. Erste Halbzeit haben wir uns genau, um die Umschaltmomente zu provozieren, eher ein bisschen zurückgezogen. Und haben dann aufgrund von dem, dass wir in der Halbzeit 1-0 Rückstand hatten und eigentlich wollten 3 Punkte mitnehmen, haben wir uns entschlossen, nach der Frühen zu attackieren. Trotzdem fällt ihr Goal eher spät dafür, was ihr gespielt habt und aus einem Fehler von IB raus. Natürlich müssen ihre Spielerinnen zuerst den Druck machen und den Ball erobern. Warum hat man nicht mehr Torchancen können kreieren, ganz klar in der zweiten Halbzeit, wo man eben das Powerplay hat? Ja, ich denke, wir sind wieder beim letzten Pass. Wobei ich muss sagen, das Goal sehe ich eigentlich relativ positiv. Weil der Ball von der Niki ist, glaube ich, für Trial Job in die Schnittstelle und der Querpass, das Goal ist eigentlich schön rausgespielt. Und dann haben wir 2-3 Aktionen, wo wir auch über den Flügel kommen, wo dann halt wieder eben der Flankenball zu ungenau ist, wo wieder in der ersten Person nach Kopf fliegt, wo wieder geklärt werden kann. Und dann auch, die läuft in die Wehe, dann musst du wieder umschalten, musst gerade wieder gegenpressen. Das kostet so viel Kraft. Und ja, seitdem, von dem reden wir seit Wochen, von dem letzten Pass, auch von dem Laufweg in der Box. Meiner Meinung nach haben wir auch nach wie vor noch zu wenig Präsenz in der Box, dass wir einfach zu wenig Leute drin haben, schlichtweg. Jetzt ist das speziell für einen Trainer, so ein Match, jetzt in der Woche. Ich glaube, ihr habt die Woche wahrscheinlich nicht trainiert oder werdet nicht trainieren, wenn ihr am Wochenende wieder spielt. Wie geht man mit dem um? Ja, wir haben vor allem regeneriert in erster Linie. Am Montag haben die Spielerinnen frei gehabt. Gestern haben wir ein ganz kurzes Abschlusstraining gemacht, wo mehr Taktikteil eigentlich war, wie wir heute spielen wollen. Jetzt morgen haben die Spielerinnen frei, auch die in der Tagesstruktur sind. Dann am Freitag endlich gibt es ein ganz kurzes Abschlusstraining. Und dann am Samstag gilt es wieder ernst gegen Iverdon. Gegen Iverdon, und jetzt sind 3 Punkte sicher früher mal schon eingeplant gewesen, aber jetzt, wo Iverdon es aufhält, nicht mehr. He? Ja, es ist noch lustig. Ich habe das wirklich schon Anfang der Saison gesagt, dass ich Iverdon stärker finde als der letzte Saison. Und es gibt keine Mannschaft, wo du einfach so kannst vom Platz fegen kannst, weil es ist so ein bisschen ähnlich, wie es an der WM dazu mal war. Es stehen alle Mannschaften defensiv relativ gut. Und offensiv eben, du musst immer schlussendlich das Goal machen. Oder jetzt heute auch, ich habe nach dem Match gesagt, eigentlich kannst du den Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Bis eben, dass das Goal fällt. Oder sonst vom Fußballerischen her bin ich extrem zufrieden. Und gegen Iverdon wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Oder wir werden viele Chancen müssen kreieren. Wir werden wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, gehe ich davon aus. Aber schlussendlich musst du einfach die Goal nachher auch erzielen. Danke vielmals. Frau Wunderlin, heute ein Punkt hier gewonnen gegen Luzern. So lange geführt, vielleicht hätten auch 3 daraus schauen können. Und plötzlich wären wir fast am 3. Platz. Wie fühlt sich das für die Trainerin an? Ich bin mit dem Spiel sicher im Grundsatz zufrieden, weil wir einen guten Biss gezeigt haben, eine gute Mentalität an den Tag gelegt haben. Und das muss Ziel sein, dass wir uns über das in die Spiele hineinkämpfen und uns über das die Erfahrungen aussammeln. Das war ein Spiel für mich, das auf beide Seiten fiel. Am Anfang für mich eher ein bisschen auf unsere Seite und gegen den Schluss, wo die Kräfte ein bisschen ausgegangen sind, auch weil wir kräftezehrend gespielt haben, sicher, dass es dort eher auch auf Luzern-Seite fallen könnte.
In der ersten Halbzeit habe ich gefunden, war das ein Lehrbuchspiel im Umschaltmoment gegen vorne, gegen hinten leider nicht von beiden Teams, aber sowohl sie als auch Luzern haben schnell gewusst, wie in die Offensive kommen. Sie haben dann auch dort durch ein Goal können schiessen, wo Florian Ismail ganz gescheit den Haken macht und dann den Ball querlegen kann. Wieso ist in der zweiten Halbzeit nicht mehr von dem Umschaltmoment gesehen? Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die am Linienspielen zeigen. Das ist sicher die Physis, die man einfach aufbauen muss. Gerade bei vielen Spielerinnen von uns, die das noch wachsen muss im Verlauf der Saison. Und wenn du das aber ein paar Spiele so machst, dann ist die Chance natürlich noch grösser, du wirst dich entwickeln und kannst es nachher eher an den Tag legen. Das ist der eine Punkt. Der andere, der immer ein bisschen mit ihnen spielt, ist sicher auch ein gewisses Selbstverständnis, ein gewisses Selbstvertrauen. Und wenn dir zwei, drei Aktionen so gelingen, gerade bei jungen Spielerinnen, dann hilft das natürlich. Wenn aber zwei, drei Aktionen mal misslingen, ist es schwierig, was da alles, dann fängt es an rattern im Kopf und so. Und dann muss man probieren, Lösungen zu finden. Und in dem Moment, oder im Moment befinden wir uns genau in dem Prozess, können das erkennen als Spielerin, können irgendwie zu unterbrechen und dann dementsprechend für das nächste Mal wie bessere Lösungen zu finden. Jetzt ist die erste Runde durch. Sie haben mit den drei Punkten, die sie in Liverdon liegen gelassen haben, sicher nicht gerechnet gehabt. Und jetzt Fazit, sie sind Tabellenmittelfeld. Aber so ganz zufrieden sind sie wahrscheinlich noch nicht, oder? Nein, wenn wir retour schauen auf das Iverdon-Spiel, also gerade damit gerechnet habe ich natürlich nicht, das darfst du nie als Trainer. Und sowieso nicht in der Ausgangslage, wo wir uns befinden diese Saison oder im Moment in diesem Prozess. Schade, haben wir dort nicht können, unsere Leistung. Nicht an die Grenzen können gehen, wo wir heute sicher mehr erreicht haben. Klar ist das Ziel, dass wir Step by Step hochkommen, aber noch viel wichtiger eigentlich wie der Tabellenrang und noch viel wichtiger eigentlich auch wie das Resultat ist für mich der Prozess. Und der Prozess heute in diesem Spiel, der hat sicher gestimmt. Der Rest wird sich automatisch ergeben, da bin ich in der festen Überzeugung. Denken Sie, Sie werden diesen Winter auch aufbauen, sodass jetzt Spiele wie das heute nicht knapp werden, nicht gewendet werden, sondern entschieden werden, kleiner? Ich bin wirklich, wirklich fest überzeugt, dass das automatisch wird kommen. So viele Spielerinnen, die noch nicht die Menge an ACA-Spielen haben, dass über die Erfahrungen, über die Spiele mit dem bis heute, auch über die Niederlagen wie gegen Iverdon, aber auch gegen die richtig guten Spiele wie gegen GC, aber das sammeln Erfahrungen, die ich bin fest überzeugt, dass wir in der Rückrunde, wenn wir diesen Weg so weiterfahren und mehrfach so können, das an den Tag legen bezüglich Mentalität, dass wir dann diese Matches werden gewinnen. Der Meister steht schon fest, denke ich. Denke die meisten, der zweite Platz ist das Ziel. Ich würde zurückkommen auf die erste Aussage und ich muss sagen, ich finde Lugano diese Saison richtig stark, vor allem hart in den Duell. Sehr viel, wo sie 1-1 gut zustellen und da spürst du, dass eine Mentalität herrscht in dieser Mannschaft und eine grosse Erfahrung auch, wo ich sie noch nicht abschreiben würde. Selbst wenn Zürich plötzlich 9-10 Punkte Vorsprung haben, selbst dort. Im Moment sehe ich das noch nicht als ganz sicher für Zürich. Ich würde mich dort auf den Test rauslassen, dann so im Februar, März. Danke vielmals.